Herzlich willkommen zu Teil 17 meines Informationsdienstes Leben ohne Krankheit. Heute geht es weiter mit den Fragen entsprechend der Ausgangsfrage: Kann ich ohne Krankheit leben? Oder anders formuliert: Wie gelingt es mir, ein Leben lang zu leben? Ich habe mich ja gestern ziemlich zeitlich vertan und knüpfe deshalb gleich an. Wir waren bei den beiden Gruppen, die erstens gesund mit dem Ziel, nicht krank zu werden, zu nennen sind und zweitens krank mit dem Ziel, gesund zu werden. Zuerstens hatten wir uns eine Liste von 16 Fragen formuliert. Ich lese diese nicht nochmals vor. Hier im Text sind sie aufgelistet. Nach den Ausführungen zu Frage 3 habe ich gestern alles mit zwei lebhaften Beispielen unterlegt. Deshalb jetzt zu Frage 4. Ich halte mich weiter an das Buch von Kunhardt, Ein Leben lang leben. Die vierte Frage lautete: Was unterscheidet Früh- von Spätsterbenden? Die Zahl der über 100-Jährigen steigt, auch in Deutschland. Von derzeit 17.000 wird die Zahl in 100 Jahren auf 8 Millionen anwachsen. Allen Lebensläufen ist gleich. Die Gleichmäßigkeit, das heißt rhythmisches, zuverlässiges, diszipliniertes Leben. Sie bleiben am Ort ihrer Geburt, haben keine Unruhe. Und es gilt der Satz von Pythagoras, ich erinnere, es war ca. 500 Jahre vor Christi Geburt. Der Satz lautet: Mäßigkeit macht die Seele stark, Selbstbeherrschung erleuchtet sie. Gertrud Henze kommt aus Böttingen. Sie wurde 1901 geboren, war Bibliothekarin, blieb ledig, trinkt gern ein Gläschen Wein, raucht ihre Zigarette und feierte 2013 ihren 112. Geburtstag. Sie ist die älteste Deutsche, ist im Kopf klar, geht jeden Tag mit ihrem Rollator im Haus spazieren und erhält guten Kontakt zu ihren Hausgenossen. Dort ist sie beliebt, wegen ihrer offenen, lebensbejahenden Art. Das habe ich aus dem Ostholsteiner Anzeiger entnommen im Jahre 2013. Fünfte Frage: Welche Rolle spielt die Ernährung? Die Ältesten schöpfen nicht aus dem Vollen, egal wo sie auch leben, egal ob reich oder arm. Weniger ist mehr. Karge Ernährung ist prinzipiell lebensverlängernd. Reichhaltigkeit an Vitaminen und Mikronährstoffen muss sein. Diät ist Mangelernährung, geht die Reserven an und wirkt lebensverkürzend. Anscheinend ist es richtig, sich zur Ernährung zu bewegen. Dann erst klappt der Stoffwechsel. Frische Nahrung sollte vorgezogen werden, sauberes Wasser hat die größte Bedeutung. Sechste Frage: Was bewirkt Bewegung? Diese Frage mit wenigen Worten zu beantworten, fällt mir besonders schwer. Das Wichtigste: mäßig, aber regelmäßig oder Eile mit Weile. Ich halte es für ein Irrtum zu glauben, dass durch Medizin und Pharmazie die Gesundheit und damit die Lebensverlängerung besser gesteuert werden könne als vom eigenen Körper. Lassen Sie mich das als Naturwissenschaftler unterstreichen an diesem Punkt. Ein großes Defizit unserer Bildung ist, Universitätsbildung von Ärzten eingeschlossen, dass über die Homöostase kein Wissen vermittelt wird. Das ist nicht das einzige Defizit. Selbst zum Schmerz müssen Medizinabsolventen deutscher Universitäten pflichtgemäß auch kein Wissen nachweisen. Darauf komme ich später zurück. Doch zur Homöostase. Es geht hier um Selbstheilungskräfte des Menschen. Leider finden wir selbst bei Wikipedia zur Medizin nur dürftige Angaben über Homöostase. Hier nur kurz auf einen Aspekt der Homöostase eingegangen. Die Balance der gelegentlich überschüssig vorkommenden Sauerstoffradikale kann durch moderate Bewegung erhalten oder wieder erreicht werden. Durch moderate Bewegung kann somit Gesundheit erhalten werden oder wieder erlangt werden. Wer heute diesen Zusammenhang noch nicht verstanden hat, den verweise ich auf meine künftigen Mitteilungen. Wichtig ist, so denke ich, dass wir erkennen, dass die alleinige Steuerung der Gesundheit durch Medizin und Pharmazie nicht erreicht wird.
Dazu steht uns viel hilfreicher die Homöostase zur Verfügung. Ganz Natur und ohne Risiko und Gefahren. Nun zur siebten Frage. Wie viel Sport ist gesund? Sie als an Ihrer Gesundheit längst ernsthaft Interessierter erwarten bestimmt, wie auch ich, dass Sport die Gesundheit fördert. Leistung und Hochleistungssport schaden jedoch der Gesundheit. Sie führen zu häufig zu Verletzungen, Überlastungen und folglich zu Organschäden. Längst haben die Sportunfälle die Anzahl der Arbeitsunfälle überholt. Das Ausmaß an Sport entscheidet also für mich selbst, ob Sport gesund ist oder nicht. Treiben Sie Sport zur Zerstreuung, dann liegen Sie bezüglich der Gesundheit richtig. Das entspricht auch der Übersetzung des aus dem Lateinischen kommenden Wortes Sport, nämlich disportare. Aus Zeitgründen verweise ich wieder auf von Kunards Buch Ein Leben lang Leben. Dort erhalten Sie weitere gründliche Antworten. Von Kunard war ja ein Höchstleistungssportler und Teilnehmer an den Olympischen Spielen. Achtens. Ist der Stress an allem schuld? Stress ist natürlich der häufigste Krankheitsauslöser. Er schwächt unser Immunsystem und wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Er hat nicht nur negative Seiten, denn durch den Stress kommen wir auch zur Höchstleistung. Führt Stress uns zu einem aus der Balance geratenen Verhältnis, so macht er uns krank. Sehen Sie sich doch einmal einfach die in den Medien veröffentlichten Bilder an. Nehmen wir den Fall des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Er weigerte sich, das Gesetz zu unterschreiben, mit dem die Banken in Deutschland in Milliardenhöhe wie niemals zuvor durch den einfachen Bürger gerettet werden sollten. Die Banken hatten ja das Geld verzockt. Daraufhin wurde eine massive Medienkampagne gegen den ehemaligen Bundespräsidenten gestartet. Der Stress für ihn war immens und dieser schadete ihm ganz gewiss gesundheitlich. Sehen Sie sich im Internet Porträts an von 2009 vor der Kampagne und dann 2013 nach der Kampagne. Die Auswirkungen von Stress sind unübersehbar. Neunte Frage. Welchen Einfluss hat die Leistungsgesellschaft auf die Entstehung von Stress? Dazu nur ganz kurz, niemals hatten wir bisher so viel Freizeit und Urlaub wie jetzt. Trotzdem wächst das Gefühl, keine Zeit zu haben. Es ist anzunehmen, dass es auch noch nie so viele durch Stress chronische Kranke in Deutschland gab wie jetzt. Zehnte Frage. Über wie viel Energie verfügen wir? Jeder Mensch hat ungefähr gleiches Energiepotenzial. Doch die Menschen verbrauchen dieses zu unterschiedlich. Es gibt bestimmt einen 100-Jährigen, der es mal mit 100 Jahren bei einem Marathonlauf versucht hat. Es gibt aber keinen 100-Jährigen, der vorher im Leben regelmäßig Marathon gelaufen ist. Elfte Frage. Wer sind die größten Energieverbraucher im eigenen Körper? Die Organe verbrauchen unterschiedlich unsere Energieressourcen. Der Magen-Darm-Trakt ist der größte Energieverbraucher in uns. Fast die Hälfte aller Energie wird verbraucht, um aus der Nahrung Energie zu machen und diese dem Organismus zur Verfügung zu stellen. Viel Essen bringt zwar mehr Energie, nur lohnt sich der Aufwand kaum, da deren Bereitstellung viel Aufwand bedeutet. Beim weniger Essen investieren wir weniger Energie und senken dadurch die Körpertemperatur. Niedrige Körpertemperatur verlängert das Leben. Erhöhte Temperatur verkürzt es. 12. Welchen Einfluss hat Sauerstoff? Sauerstoff kann die Selbstheilungskräfte des Organismus bemerkenswert stärken. Das wird häufig unterschätzt. Kommt genug Sauerstoff zu den weißen Blutkörperchen, kann fast jede Krankheit vermieden werden. Bei Krankheiten ist fast immer zu wenig Sauerstoff die Ursache. 13. Wie groß ist die Bedeutung unseres Lebensstils? Unser Lebensstil hat größten Einfluss auf unsere Gesundheit. Er bestimmt, wie unsere verfügbaren Energiepotenziale eingesetzt werden.
Hier sehe ich den Einfluss unserer Selbstreflexion auf Besserungsmöglichkeiten direkt und schnell. Damit wären wir auch schon bei der nächsten Frage. 14. Wie beeinflussen das Selbstbewusstsein und der Mangel daran die Energiepotenziale? Machen Sie sich bewusst, dass Sie täglich ca. 20.000 Entscheidungen treffen. Das kostet Energie. Leben Sie gelassen, so sparen Sie enorm an Energie. Gelassenheit bringt uns ein 8 Jahre längeres Leben. Das unbedingte Festhalten an rechthaberischen Positionen sollten Sie ablegen. Es raubt Energie. 15. Was hat die Bildung mit einem langen Leben zu tun? Je geringer die Bildung, desto kürzer ist das Leben. Streben wir also nach mehr Bildung. Letzte Frage 16. Was können wir selbst tun? Hier gäbe es umfassende Anregungen von mir, deren Auflistung schon diesen Rahmen meines heutigen Informationsdienstes sprengen würde. Ich schlage vor, dass Sie die Fragen und Antworten durchsehen und selbst Ihre Schlüsse ziehen. Wir können alle, jeder für uns, eine Menge tun, um den Zustand der Gesundheit zu erhalten. Sicher kann ich einen späteren Informationsdienst dieser Frage umfassender widmen. Und darum ging es mir in dem heutigen Beitrag. Wie ich meine, haben wir uns mit einer sehr interessanten Thematik beschäftigt. Gesund durch Vermeiden von Krankheit. Das ist nur auf den ersten Blick eine Banalität. Ab morgen geht es dann darum, wie wir Krankheiten besiegen können. Freuen Sie sich darauf.